Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben 5 Uhr irgendwann. Kurz nach 5. Und ich grüße euch. Wir starten in den Tag heute mal arg früh. Einfacher, wenn ich schlafen konnte. Wir sind gerade alle wach geworden. Wirklich alle heute. Wir haben Käffchen getrunken schon. Aber ich war so verwimmelt heute Morgen, deswegen konnte ich euch die erste Tasse nicht zeigen. Also jetzt der Rest von der ersten Tasse. Und für die Kinder gab es schon Nudeln und Toast mit Trüffelcreme. Etty hat auch schon aufgegessen. Aber der ist am fittesten, glaube ich. Der ist immer auf Draht. Wenn einer aufsteht, irgendwas macht, nachts oder abends oder morgens, der ist immer dabei und guckt, ob ihm ein Knochen runterfällt aus der Hose, eine Frikadelle oder so. Keine Ahnung. Der Ochsenfrosch. Ja, so starten wir in den Tag ziemlich früh. Ich glaube, ich werde mir gleich noch einen zweiten Kaffee machen. Also, erster Kaffee ist leer. Mit meiner wundervollen Tasse. Ich hoffe, es klappt morgen. Heute ist Freitag. Morgen ist das Finale der Bundesliga. Und Papa kann es nicht gucken. Kein Sky. Wir gucken, vielleicht finde ich irgendwo einen Stream, einen illegalen Raubtier-Stream. Nein, mal gucken. Und ich höre ich wie mein Opa früher Radio. Ja, und der hat früher auch immer WDR gehört, saß in der Küche und hat Bundesliga gehört. Bis dann irgendwann Premiere kam. Und dann wurde das ja so Sky. Egal, mal gucken. Da, wie gesagt, ich mache mir noch einen zweiten Kaffee, den genieße ich in Ruhe und dann nehme ich euch heute wieder mit auf meiner kulinarischen Reise. Gucken, was wir noch zu futtern kriegen. Heute gibt es den Rest von gestern. Brokkoli, Linsen, Curry, Auflauf, Soße mit Reis. So, jetzt gibt es den ersten Shake. Frühstück nach dem Kaffee. Damit schon ein bisschen später und ja, konnten noch ein Stündchen dösen. Zum Glück. Das ist ganz gut. Den lasse ich mir jetzt schmecken, wie jeden Morgen. 400 Gramm Tiefkühlfrüchte, 12 Datteln ungefähr, Wasser, Leinsamen, Paranüsse und 5 bis 7 reife Bananen ergeben für jeden knapp 1 Liter einen geilen Shake. Und ich sehe Grünzeug, da ist irgendwas Grünes mit drin. Hat mal wieder gepflückt. Ja, so, jetzt gehe ich einen Akku suchen. So, jetzt gibt es Frühstück hier. Und zwar habe ich für die Maus und für mich zwei Suppen aus Deutschland, habe ich noch im Wohnwagen gehabt. Die mache ich, habe ich jetzt uns heiß gemacht. Und dann, warte mal, lass mal kurz sein, Livia. Und dann gibt es für mich hier noch ein paar leckere Brote. Da haben wir 4 Toast gemacht mit dem Trüffelaufstrich von der Mama und dann die anderen sind mit Fleischwurst und Zwiebeln und ja, Butter. Und das lasse ich mir jetzt schmecken, ganz in Ruhe und pass auf, dass sich hier keiner verbrennt an der heißen Suppe. Guten Hunger. So, Päuschen, haben ordentlich was geschafft schon. Ich mache gerade den Zaun da hinten, ich zeige euch das mal. Ja, das war mein Blog, da geht es jetzt voran und jetzt machen wir eine Gösserpause, alkoholfreies Zitronen. Ich pack dir das aus, mein Schatz. Und die Maus hat ein Eis gekriegt, das lassen wir uns jetzt schmecken. Ja. Nein. Und dann gibt es nachher Mittagessen. Nein, Ma. Etty aus, bitteschön. Lass das da unten dran. So, Prost auf uns und auf morgen ein Gösser alkoholfrei. So, nächste Pause. Der ist ja nicht beschmiert. Das ist der Angstschweiß, der mir übers Handy läuft. Nein. Ich trinke jetzt noch mal ein Käffchen. Wie spät haben wir eigentlich? 15 Uhr? Ich bin so völlig lost. Seit 14:06. 2:30. Kaffeezeit. Nur ohne Kuchen und ohne Gebäck. Kaffee schwarz. Aus der ersten Tasse von Ägypten, ne? Oder zweite, wir waren ja zweimal 2015 in Ägypten. Mhm. Alf Leila war geiler.
Ja, das war schöne Urlaube da immer, ne? Irgendwann fahren wir da nochmal hin, hoffe ich. Aber jetzt erstmal Käffchen. Schwarz. Ohne alles. Prosit, ihr Lieben. Jetzt gibt's Abendbrot. Irgendwie habe ich vor Cola schon seit 2-3 Stunden. Und aber irgendwie bin ich dann nie zugekommen, was zu essen. Ich habe 3-4 Kaffee getrunken. Ein Radler, es war sehr lecker bei dem warmen Wetter. Und jetzt habe ich mir einen Rest von gestern gemacht. Eine große Portion von Brokkoli, Bohnenkohl, Bohnenkartoffelpfanne mit dem Basmati-Reis. Der ist mit Kurkuma gelb gefärbt. Da ist Brokkoli drin, da sind Böhnchen drin, da sind Möhrchen drin, Kartoffeln, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, gut Knoblauch und ja, und Wildreis, genau. Wildreis ist auch noch dabei. Ja, da haue ich mir jetzt auf jeden Fall einen Teller rein. Das ist noch Soße im Kühlschrank, wenn du essen möchtest. Von dem Brokkolinski. Ja, mach das so. Das lassen wir jetzt schmecken. Etty hat auch Hunger. Du hast wohl schon Essen gekriegt, mein Freund draußen. Deswegen ist das meine Portion. Das möchte ich jetzt ganz in Ruhe essen. Dann mal gucken, wenn mit 18 Uhr irgendwas werde ich heute auf jeden Fall noch essen. Ich glaube nicht, dass mir das reichen wird. Ich habe heute, wie gesagt, gefühlt kaum was gegessen. Ein paar Brote nur, die Suppe, der Shake. Ja. Das ist noch kalt. Bei 5 Minuten in der Mikrowelle. Naja. Ich werde es mal durchrühren und nochmal in die Mikrowelle stellen. Ja, nochmal gucken, was es da noch gibt. Bis gleich. Hat mir nicht gereicht. Die Schüssel, es gibt so ein Karo mit Wurst. Die Mama hat heute wieder leckeres Brot gebacken. Schon einen Morgen, da freue ich mich auch schon drauf, wieder auf geiles, frisches Brot. Und ja, jetzt erstmal das Karo. Und dann mal gucken, ob das reicht wirklich für heute. Nicht für heute, aber erstmal. Dann mal gucken, was es nachher noch gibt. Vielleicht Obst oder irgendeine Kleinigkeit noch. So, jetzt gibt es das letzte Mal. Ich muss noch nicht sagen. Mann. Ja, und jetzt habe ich viel gegessen. Dann nur den Shake und die Brote und die Suppe. Jetzt gibt es Affenkoteletts. Njam, njam. Zwei Stück. Und eine Birne und einen Apfel. Werde ich mir auch noch einverleiben. Aber das war es dann, hoffe ich, für heute. Wenn ich irgendwas halt dran. Ich gehe aber davon aus, dass das alles ist. Das lassen wir jetzt schmecken. Danke fürs Mitkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns heute Abend im Vlog. Oder spätestens morgen wieder im Food Diary, ihr Lieben.